Ich gehe in den Garten, die Arbeit... So, meine Mini-Tamarillos sind jetzt auch gekommen. Das freut mich total, weil davon hatte ich nur eine Pflanze und eine Frucht und davon die Samen. Und von daher bin ich total begeistert, dass das hier auch klappt. Tomaten wachsen natürlich immer noch wie wild. Die werde ich halt immer wieder mal ein Stück raustun auf dem Balkon. Und und dann habe ich jetzt hier noch Eichblattsalat sozusagen reingemacht. Der keimt jetzt auch. Und den werde ich dann auch erst auf den Balkon oder dann im Frühbeet reinsetzen. Das heißt sozusagen, das ist Salat. Was ich jetzt hier mit den anderen mache, also zumindest jetzt mit den nächsten 8, mache ich Folgendes. Und zwar habe ich hier erst noch frischen Paprika, die Kerne rausgemacht und mache aus der frischen Paprika die hier rein. Weil ich habe jetzt im Internet irgendwo gelesen, dass man aus frischen Tomaten die auch einfach reinstecken kann und da auch Tomaten draus pflanzen. Ich bin immer hatte immer den Eindruck, du musst sie erst trocknen lassen und dann neu irgendwo. Aber scheinbar ist das nicht so. Und deswegen werde ich jetzt probieren, werde ich sozusagen frische Paprikasamen quasi hier reintun. Und und werde dann schauen, ob das jetzt Paprikas werden, ob das so funktioniert. Weil wenn das so ist, dann kann ich mir das ganze Samenzeug, also dieses Rausmachen, total sparen, weil ich dann eigentlich sofort nur einfach eine Frucht kaufe und davon die Samen dann nehme. Höchstens, ich möchte natürlich von einer Frucht, die ich persönlich angebaut habe oder einer speziellen Sorte, dann muss ich das mit Trocknen machen. Jo, so viel dazu. So, jetzt sehen wir, dass die Tomaten ja gar nicht gut aussehen. Da sehen die im Hochbeet wesentlich besser aus. Die geht noch, die Hochtomate, aber die Birntomate, die macht ja schon fast eine Flücke. Das ist eigentlich noch ein bisschen falsch, aber es ist wahrscheinlich einfach nur zu kalt gewesen. Ich werde noch ein bisschen gießen und, mal schauen. So, jetzt habe ich hier da draußen eine Zwergtamarille hingestellt und zweimal Salat. So, heute wieder aus dem Garten. Und zwar war ich zwischendurch auch einmal im Garten, da habe ich aber relativ wenig gemacht. Das schneide ich sozusagen in das Video mit rein. Jetzt war ich sozusagen dann wieder zweimal. Heute geht es halt auch wieder los. Bin besonders gespannt, was die Tomaten machen, weil die Tomaten auf dem Balkon, die sind nicht so, also die sind schon quasi erfroren, obwohl es fast dasselbe ist wie auf dem Hochbeet, meiner Meinung nach. Also dass du im Hochbeet natürlich noch drunter ein bisschen mehr Erde hast. Aber ansonsten, keine Ahnung, auf jeden Fall schauen wir mal, was heute geht. So, dann schauen wir mal, ob die Tomate genauso blöd aussieht wie die auf dem Balkon oder ob es die hier ein bisschen besser. Ui, was ist denn hier los? Achso. Jo, die sind auch tot. Die sind auch tot, also Tomate war mal wieder nix. Seht ihr das? Das ist einfach zu kalt. Einfach zu kalt gewesen. Also Tomate nicht so früh reinsetzen. Hey, was ist denn hier? Hey, guck mal. Ist das Salat? Achso, seht ihr doch nicht. Ist das Salat? Hier habe ich doch irgendwas gepflanzt. Scheiße, ich habe es wieder vergessen. Aber hier habe ich was gepflanzt in der Reihe, das weiß ich. Da muss ich mal in meinem Video wieder nachgucken. Das ist was. Und ich weiß nicht, das ist aber noch nicht der Salat hier. Ne, das ist nicht der Salat. Das ist irgendwas anderes. Auch das könnte Salat sein. Naja, es geht dann doch hier auch schön los. Aber für die Tomaten war es einfach zu früh. Hier, der Mohn. Das ist Mohn. Ich weiß noch nicht, ob das Klatschmohn ist oder normaler Mohn. Also ob man da irgendwie Opiate draus gewinnen kann. Und falls jemand das von euch erkennt, kann er mir mal bitte Bescheid sagen. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich Opiate draus gewinnen will, aber nur, ob es theoretisch möglich wäre. Das hier übrigens ist kein Portulax, sondern, jetzt habe ich es wieder vergessen, ich weiß es nicht mehr, scheiße, Partulein oder irgendwie sowas. Und das hat mir jemand aus einem Spieleforum, der hat mir das kurioserweise aus dem Spieleforum und nicht aus dem Gartenforum, aber auf jeden Fall, das ist, es wird zwar oft Winterportulak genannt, nennt sich aber eigentlich Portulein oder so ähnlich, ist kein Portulak. Aber es schmeckt trotzdem geil und ich habe das schon vom letzten Jahr gekannt und ich werde das hier weiter kultivieren. Beziehungsweise es kultiviert sich selbst. So, die Goji-Beeren, da bilden sich ganz kleine Blüten wieder, kleine Blätter. Das heißt, es war richtig, dass ich die Goji-Beere nicht geschnitten habe, weil sie im Endeffekt noch aktiv ist, das Holz. Und gut gemacht. Ist nicht immer gut, alles wegzuschneiden. Oh, hier, das ist ja schon richtig weit. Das ist auch die Goji-Beere, das ist die andere. Das eine ist so sweet und die andere ist sweet und weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die zwei Goji-Beeren, die kommen.
Der Wasabi ist der Traum. Ich habe jetzt beide, also der eine, der auch drinnen war, rausgestellt, hier hinter der Wand. Und ihr seht selber, absoluter Traum. Wirklich ein absoluter Traum. Jedes Blatt schön scharf, das ist der absolute Geheimtipp. Also dieser Wasabi, ich bin richtig begeistert, richtig, richtig begeistert. Und selbst hier auf dem Boden, meine dritte Wasabi-Pflanze, die ich einfach nur hier hingerotzt habe, mich gar nicht groß gekümmert habe, selbst die wächst und gedeiht. Natürlich nicht so gut wie die im Topf, aber trotzdem. Dafür, dass sie so kompliziert sein soll und nur am Bachlauf wachsen soll und, das ist eine echte Wasabi-Pflanze, ne? Das ist nicht irgendwie ein gepanschter Meerrettich oder sowas. Was ist denn das? Oh, da hat jemand über den Zaun einen Beutel geschmissen. Und ich hoffe, das sieht braun aus drauf. Ich denke, hoffentlich ist das kein Haufen, was ich denke. Ich guck mal rein. Nee, ist Wasser, oder? Was ist das? Nee, ist einfach nur, hat jemand einen Beutel rübergeschmissen. Über den Zaun und. Naja, mal sehen, was ich damit mache. Ich mache mal Video lower aus. Ah, halt. Halt. Ich werd bekloppt. Das ist Bärlauch. Das ist richtiger Bärlauch. Den habe ich letztes Jahr hier gemacht. Der ist mir hier eingegangen. Und da habe ich gedacht, scheiße, Bärlauch hat nicht geklappt. Und jetzt ist hier frischer Bärlauch. Ist das geil. Richtiger Bärlauch ist das. Oh, super. Super. Soll ich den jetzt essen? Oder? Also ist das so, dass man den, wenn man den viel isst, also viel abschneidet, kommt viel nach wie bei an? Oder soll ich den erstmal ein bisschen gedeihen lassen? Sagt mir mal Bescheid. All solche grünen Sachen raus. Aber ich habe ja nichts gepflanzt. Also wird das wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Blumen sein oder sowas. Ja, naja, kennt man eh nicht. Raus. So, hier habe ich ja die Zwiebeln hingemacht, meine eigenen Zwiebeln da. Und daneben ist noch ein bisschen Platz. Und da tue ich jetzt mal hier den Aloe Vera so ein bisschen zur Seite legen. Und da werde ich jetzt mal Steckzwiebeln. Ach scheiße, wie rum? Wahrscheinlich mit den Härchen, den Wurzeln nach unten hier. Die nach unten und die hier oben. Ja, da werde ich ja noch eine Reihe Steckzwiebeln machen, weil ich gelesen habe, dass das jetzt sozusagen, dass man das jetzt machen kann. So, da geht es nämlich jetzt auch los. Steckzwiebeln. So, jetzt habe ich das alles hier voll Steckzwiebeln und ich habe noch so viel übrig. Da habe ich mir mal gedacht, ich tue einfach mal die Steckzwiebeln irgendwo in die Erde pfeffern und beachte die mal nicht. Mal sehen, was da passiert. Ob da auch was kommt oder ob die Erde zu hart ist und so weiter. Offizielles Steckzwiebelversuchsfeld. Nämlich versuche ich jetzt hier in ganz normaler Gartenerde da ein bisschen locker zu machen. Und dann stecke ich die Zwiebeln rein und die beachte ich gar nicht. Und dann gucke ich mal, was passiert. Also ob das notwendig ist, dass die ins Hochbeet müssen oder ob die auch unten, sage ich mal, irgendwie da eine Möglichkeit haben, loszulegen. So. So, jetzt 6 Stück reingesteckt und ja, ich habe nun immer noch einen ganzen Sack voll Zwiebeln. Muss ich mal sehen, was ich damit mache. Da die Tomaten jetzt die Segel gestrichen haben, hier in dem Hochbeet, habe ich jetzt den Salat, den ich zu Hause, sozusagen den Eichblattsalat, den ich zu Hause gesät habe, der jetzt gekommen ist, da werde ich den jetzt sozusagen an die Stelle der Tomaten reinmachen. So, und einen lasse ich mal direkt in dieser Kokostablette. Die anderen 4 habe ich so reingemacht, falls das nur irgendwie so ein Schutz ist oder so. Und den mache ich dann sozusagen ganz so unten hin. Ich habe aber Möhre gar nicht gepflanzt. Können sich Möhren selber aussehen? Dann wäre das, glaube ich, eine Möhre. Blätter sehen zumindest so aus. Wird beobachtet. Das sieht eher aus wie Blumen. Ja, das sind Blumen. Das ist jedenfalls kein Salat. Die brauchen so 2 Keimblätter, glaube ich. So, ich werde jetzt hier die Fläche, das ganze Unkraut, was noch drin ist, beziehungsweise, na gut, die Tulpen, die rauskommen, die stören mich jetzt erstmal nicht. Aber die lasse ich drin. Aber das Gras und das Unkraut, das ist erstmal sozusagen so die letzte größere Fläche, wo ich hier sozusagen noch ein bisschen was machen muss. Und dann ist eigentlich sozusagen unten der Boden eigentlich alles fertig. Ein paar Sträucher noch beschneiden und dann kann es im Endeffekt losgehen. Von dem Zeug hier, von die, so wie die hier aussehen, da wachsen im ganzen Garten wirklich Tausende von dem Zeug. Das ist doch bestimmt wieder irgendein Blumenzeug oder sowas, ja?
Also das, bloß das kann ich nicht rausmachen. Das ist so viel, da weiß ich nicht, wo ich... Aber wenn das jetzt Unkraut... Ach, das sind bestimmt Blumen, das sieht aus wie Blumen irgendwie. Sagt mal was. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die ganzen Blumen... Da hinten lasse ich so ein paar kleine, da kennt man eh nicht. Aber hier, diese ganzen Blumen, das ist ja alles voll von diesen Blumen. Das mache ich alles weg, weil das hier ordentlich... Da zumindest hier in der Mitte Gemüse werden soll und von daher, jo, tue ich die alle zerhacken. Ja, und heute ist dann sozusagen der zweite Teil und hoffentlich der letzte Teil, damit das hier dann wieder alles frei ist und dass ich dann wirklich langsam anfangen kann zu recherchieren, wo ich das Holz sozusagen herbekomme. Ich habe nur auch kein Auto mehr, das heißt, ich muss mir das Holz liefern lassen. Oder ich frage mal jemanden. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, das soll weg. So, die Terrasse ist fertig für die Holzterrasse. Das heißt, jetzt kann die Recherche im Internet losgehen, wo ich halt möglichst preisgünstig und trotzdem halbwegs stabil eine schöne Holzterrasse herbekomme. Beziehungsweise die Balken, also entweder sibirische Lärche oder Douglasie, je nachdem. Und ja, und dann würde ich dann auch irgendwann mal anfangen, die zu bauen. So, das Einzige, was halt noch ist, ist halt hinten das Holz, das Feuerholz. Das muss auch dort bleiben, weil es ja trocken ist. Und ja, und hier unten die Steine. Da die werde ich dann irgendwo hin tun. Jo. Und damit wäre ich heute auch schon da durch. So, bezüglich dieser Hecke hier, dieser, wie ihr sagt, Berberritze oder wie das Ding heißt, habe ich mich entschlossen, eine Anzeige reinzusetzen, dass ich jemanden suche, der das Ding einmal hier unten abschneidet. Und zwar hier alle drei Äste oder Strünke abschneidet. Und gar nicht hier groß rumschnippelt im Garten, das ansackt, ich dann hier über den Zaun wirft und dann abtransportiert, dass das Augen aus den Augen aus dem Sinn ist. Das ist so ein widerliches Teil. Und ich habe mich schon so oft gestochen und dran und das soll hier raus aus dem Garten. Richtig raus. Und ich hoffe, dass ich da, weiß ich nicht, was ich da preislich verlangen kann. Habt ihr noch eine Idee, einfach so diese kleine Hecke sozusagen wegzumachen? Ich hoffe so, weiß ich nicht, 20 Euro, also ein bisschen wenig, mit An- und Rückfahrt 50 Euro. Sagt mal, was ihr davon haltet.